Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Jörg erklärt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man einen Holzschauer oder eine Holzmiete bauen kann, ohne dass man erst stundenlang Holz stapeln muss und dass man eine Miete zurechtgestapelt bekommt, sondern dass es auch mit einfachen Mitteln geht, und zwar mit einem Materialeinsatz von ca. 50 Euro. Zeige ich euch heute hier an diesem Beispiel, wie es einfach zu bewerkstelligen ist. Ich habe hier eine große Einwegpalette genommen, die habe ich günstig bekommen. Man kann sich das natürlich auch einfacher machen, indem man sich hier solche Balken unten drunter setzt und dann auch ganz entspannt hier Holzleisten draufnagelt oder draufschraubt. So, und das Ganze habe ich natürlich jetzt schon etwas ausgerichtet. Hier unten habe ich mir quasi im Bodenbereich da eine Platte reingelegt und hier schon mal ein paar Betonsteine unten drunter gestellt, damit das auch alles hier nicht im Dreck steht dann oder nicht in der Feuchtigkeit dann, und damit auch diese Holzmiete oder Holzstapel, was wir jetzt hier, oder unseren Holzschauer, den wir jetzt hier bauen werden, dass das dann auch ein paar Jahre stehen bleibt und uns hier nicht wegfault. Des Weiteren war ich dann noch im Baumarkt und habe mir, wie ihr hier sehen könnt, hier solche quasi Baustahlmatten gekauft. Diese sind 6 mm stark, der Durchmesser von so einem Stab. Und diese Baustahlmatten werde ich jetzt direkt auf die Länge, die ich hier benötige, hier zuschneiden. So, als nächstes werde ich jetzt hier meine Stahlgitter auf Maß bringen. Habe ich mir jetzt ausgemessen, wie viele Segmente ich benötige, und werde jetzt die überschüssigen Überstände jetzt hier quasi wegflexen. Ich benutze dafür eine Trennscheibe, die ist ca. 1,2 mm stark, und damit erziele ich meistens immer die besten Ergebnisse und auch die schnellsten Ergebnisse. Hier könnt ihr sehen, wie dünn die auch gehalten ist. So, und jetzt werden wir diese ganzen Überstände hier erstmal abnehmen und die ganze Geschichte hier auf Maß bringen. So, ich habe mir jetzt noch eine sogenannte Fächerscheibe hier aufgezogen. Das ist so eine Scheibe, die ist mit Schleifpapier besetzt. Und damit werde ich jetzt hier diese ganzen abgeflexten Stücke hier entgraten. So wie ihr seht, geht das einmal frei. Damit kriegt man die ganzen Überstände ganz fein weg. Und das ist die Grundlage für die anderen Arbeiten. So, und das Ganze tue ich jetzt so weit wiederholen, dass ich mir jetzt meine Stücke genau auf Länge bringe, wie ich sie benötige. Und auch im Prinzip auch auf Höhe, dass ich hier die ganzen Überstände ringsherum entferne, dass ich hier ein ordentliches Gitter am Ende habe, was hier keine Überstände mehr hat und was dann genau perfekt passt. So, ich habe mir jetzt noch hier solche Seilverbindungen bestellt. Die habe ich mir kommen lassen zu den ganzen Materialien, die ich hier verwende. Natürlich wie immer einen Link unten in der Videobeschreibung drin. Und diese Seilverbinder eignen sich sehr gut. Und damit kann man jetzt unser Stahl, also Gestell, würde ich mal so meinen, sehr gut miteinander zusammenfügen. Und als nächstes kann ich da jetzt schon mein Seitengestell nehmen und das schon mal aufstellen. Hier drüben habe ich das schon mal vorbereitet und das jetzt miteinander verbinden. So, und da würde ich mal meine Seilklemmen nehmen und schon mal hier oben zusammenfügen.
eignet sich sehr gut, solche Sachen. Vor allem, was das Gute daran ist, wenn man das mit solchen Seilspanner oder Seilklemmen macht, dass man diese wieder ordentlich auseinanderbauen kann. Also wenn quasi das Holz getrocknet ist, können wir ja unsere Geschichte mal auseinanderschrauben und das Holz ganz einfach hier entnehmen. Und das ist immer eine bessere Lösung, als wenn man sich hier irgendwelchen Draht ringsherum knippert, der dann irgendwann vielleicht mal wegrostet. Und also ich bevorzuge diese Variante hier auf jeden Fall. So, und da tun wir in geeigneten Abständen das hier machen. Ich tue das immer so, dass ich auf jeder Seite 4 Stück einfüge. Bin ich eigentlich jetzt bis jetzt immer sehr gut gefahren damit. So, das würde ich jetzt auch mal nur handfest anziehen, da wir ja die ganze Geschichte noch ein bisschen bewegen müssen, hin und her rücken. So. Und hier unten am Fuß auch schön zusammen, und meistens sind ja diese Baustollenmatten auch etwas leicht gewölbt von der Lagerung, meistens im Baumarkt oder wo sie gelagert werden. Also ist manchmal doch etwas ein bisschen verzogen, aber das tut der Sache ja nicht zum Abbruch. Also das funktioniert deswegen trotzdem sehr, sehr gut. Wenn man hier mit solchen Klemmen, kann man das ordentlich schön zusammenziehen und vor allem haltbar für die nächsten Jahre zusammenstellen. Das ist ganz wichtig. Und hier rostet uns auch nichts weg. Und von daher, gute Sache. Und damit erreichen wir jetzt hier eine sehr stabile Konstruktion. Und ihr seht, wie einfach das auch ist, dass man sich mit solchen Stahlgittermatten hier ganz dementsprechend das auch anpassen kann. Man könnte zum Beispiel jetzt auch bloß eine ganz normale Europalette nehmen, das da draufstellen, wird ein bisschen kleiner. Oder 2 Europaletten nebeneinander stellen und das noch etwas größer machen. Kommt ganz darauf an, wie ihr euch das selber bauen wollt. Also für mich war es jetzt so ausschlaggebend, ich habe jetzt diese Palette ja schon da gehabt und da dementsprechend habe ich jetzt hier diese Stahlgitter angepasst. So, und als nächstes tue ich jetzt mit so einer kleinen Ratsche hier das jetzt schon mal festziehen. Das ist eine 10er Nuss, wird das, habe ich vorne drauf gemacht, und von daher ziehen wir das jetzt mal nach. So. Einmal frei, geht sehr gut, hält wie Atze. Bisschen enge hier bei mir, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Und das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch. Jetzt werde ich jetzt dieses Metallgitter, ist ja vorne noch geöffnet, werde ich jetzt erstmal auf meinem Holz ausrichten, damit wir das ordentlich fixieren können dann. So. Und habe ich jetzt soweit ausgerichtet und kann jetzt hinten beginnen, die hintere Kante zu fixieren. Und zwar, wie fixiere ich die ganze Geschichte? Ich habe mir jetzt Torx-Schrauben bestellt und noch ein paar größere Muttern, also Unterdeckscheiben. Und mit diesen Schrauben werde ich jetzt hier quasi diese Geschichte hier im Holz fixieren. So, und zwar ist es so gedacht, dass ich diese Schrauben dann hier ansetze, so schräg, wie ihr es hier seht, dann hier ins Holz einbuchen, dass damit dann quasi diese Geschichte hier gehalten wird. Und das mache ich natürlich auf der anderen Seite dann entgegengesetzt auch, damit wir hier ordentlichen Halt hereinbekommen. Und da können wir das jetzt mal befestigen. Erstmal von der einen Seite. Ich verwende jetzt Schrauben der Stärke 4,5 x 30 bei mir. Das ist eine gute Größe, habe ich für mich herausgefunden. Und das drehen wir jetzt ganz entspannt hier ein. Und damit haben wir schon eine Festigkeit in die Richtung erzielt. Und jetzt haben wir das mal
so machen. Das mal hier fixieren. Mal hier mal einen Grund haben. Und jetzt mache ich das mal hier drüben. Muss ich mal hier gegen, über. Ihr seht, wie einfach das geht. Damit kriege ich hier eine übelste Festigkeit herein. Und mir wird hier unten das dann nicht aufgehen, wenn ich mein Holz hier einstapel. Von daher setzen wir hier ordentlich. Schrauben rein und da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Pro Feld eine Schraube, würde ich sagen. Da sind wir auf der sicheren Seite. So, ihr seht, einmal frei und so werde ich das jetzt erstmal hier ringsrum gestalten. Als nächstes muss ich jetzt hier mein vorderes Zaunelement erstmal einpassen, damit ich weiß, wegen die Abstände hin und her, wo ich das jetzt ringsrum fixieren soll. Dann nehme ich natürlich das andere Gitter daher, werde es jetzt mit meinen Seilschellen hier mal kurz fixieren, nur, also die bloß mal anbringen. Und damit habe ich jetzt erstmal die Grundlage, dass ich jetzt meinen Abstand hier ordentlich vermitteln konnte. So, als nächstes habe ich mir jetzt noch so eine Holzleiste genommen und die werde ich jetzt hier mal hereinlegen. Und die dient mir dazu, dass hier mein Gitter sich nach dem Öffnen, dass ich das immer wieder öffnen und verschließen kann. Die werde ich jetzt hier mal davor setzen und jetzt mal mit ein paar kleinen Schrauben fixieren. Gehen wir hier rein. Schon mal ein paar Löcher vorgebohrt. So, und damit sind wir jetzt auf der sicheren Seite, dass ich das dann immer öffnen und verschließen kann. So, jetzt habe ich das alles ordentlich verschraubt drin, ringsherum. Habe jetzt meine Matte jetzt wieder hier hereingesetzt. Werde das jetzt hier ordentlich verschließen. Meine Schellen. So, ihr seht, Gitter ist jetzt fertig montiert. Ich habe meine Schrauben jetzt hier vorne auch gesetzt. Ordentlich alles festgezogen. So, damit wären wir auch schon fast fertig mit der Montage meines Holzschauers. Aber viele stellen sich natürlich noch die Frage, wie kann man das verhindern, dass, wenn dieses Teil einmal mit Holz gefüllt ist, dass es auseinandergebogen wird. Weil durch die Konstruktion her liegt das ja nahe, dass dann irgendwelche Bäuche hier in den Stahlmatten entstehen. Und dafür habe ich mir etwas überlegt. Ich habe hier schon mal im Vorfeld Stahlseile eingespannt und hier einmal hier rüber und einmal hier verquer. Und jetzt werde ich das noch hier oben auch noch für quer tun. Dafür habe ich mir hier solche kunststoffummantelten Stahlseile bestellt und natürlich noch so ein Spannschloss dazu. Es ist immer sehr gut geeignet, wenn man das dann ordentlich verspannen kann und somit kann man ja auch immer sicherstellen, dass dann hier ordentlich Spannung drauf ist, dass unsere Seile dann zu lasch sind oder durchhängen. Zu den ganzen Materialien lege ich noch mal die Links unten in die Videobeschreibung, könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen, wo ihr das bestellen könnt. Und für meine Seilmontage habe ich ja nur diese Spannschlösser. Diese Stahlseil kann man ganz einfach hier aufziehen. Nehmen wir einfach hier unsere Seilklemme dazu, schieben das über unser Seil drauf, dann unser Spannschloss dazu und werden das jetzt hier herumlegen. Das ist immer etwas garstig, so ein Stahlseil. Bei mir sind das ganz normale Stahlseile. Die sind jetzt nicht aus Edelstahl, sondern ganz normal verzinkt. Und darum haben die eine Kunststoffummantelung und halten dementsprechend aber auch ganz viele Jahre. So, und dann nehme ich mir nur noch meine
meinen Schlüssel dazu, meinen Achter, drehe dieses Seilverspannung hier einfach zu. Das geht sehr einfach, wie ihr seht. Immer wieder Gegenseite und die andere Seite. Das machen wir um das Handfest. So. Genau. Und damit haben wir jetzt schon mal unsere eine Seite fertiggestellt. Also hier ist eine Verbindung jetzt entstanden. Dadurch, dass hier das jetzt gequetscht wurde, geht das Seil auch nicht mehr auseinander und von daher sichere Verbindung. Man kann es dann hier ordentlich anlegen und mir jetzt ungefähr einen Punkt suchen, den ich jetzt hier abtrennen möchte, das ist ungefähr in der Länge. Und nehme ich jetzt quasi meine Kombizange und kann das jetzt ordentlich ganz entspannt wegkneifen. Ja, es geht manchmal etwas schwierig, also kommt auf Stahlseite drauf an, welche Dicke man gewählt hat. Zack, halt natürlich mein Seil wieder ab. Und das fädel ich jetzt hier durch. Nehme meine Seilklemme, führe diese jetzt schon mal hier auf Seil, lege das herum und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt meine Seilspannschlösser vorher geöffnet, damit ich die dann auch schön verschließen kann, also zusammendrehen kann, damit ich hier eine ordentliche Spannung dann auch drauf bekomme. So, und jetzt nehme ich mir noch meinen Steckschlüssel und schraube das einfach so zusammen. Und jetzt kann ich ganz entspannt hier mein Seilschloss zusammendrehen. Meine Stahlmatte keinen Bauch mehr bekommen und kann auch immer noch nachspannen, weil ihr hier seht, ich habe hier auch noch ziemlich Platz. Also wenn hier das doch zu doll drücken sollte, kann ich das immer ganz beliebig nachspannen. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ist das jetzt ordentlich alles verspannt und ist jetzt quasi bereit zum Einfüllen. Kann ich mein Holz weiter einfüllen und bis oben hin befüllen. So, damit ist jetzt meine Holzmiede oder mein Holzschauer fertiggestellt. In weniger als 3 Stunden ist das Ding zusammengebaut worden und steht. Ich habe das jetzt schon angefangen mit Holz zu befüllen, werde das jetzt noch weiterhin tun, bis wir dann die Oberkante erreicht haben und dann eine Abdeckung vornehmen können. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal was Neues aufzeigen, wie man sowas ganz einfach und mit einfachen Mitteln selber machen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, like dieses Video, teilt dieses Video bitte. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann schaut bitte in meine Playlist rein. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt.